Das McDonald's DS-Spiel war für 10 Jahre verschollen. Das große Mysterium, wie es verschwand und wieder auftauchte. Das zeige ich euch in diesem Video. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonald's zu verpassen. 2010 kündigte McDonald's in Japan ein Nintendo DS-Spiel an. Mit diesem DS-Spiel sollen neue Mitarbeiter in der Hälfte der eigentlichen Zeit auf ihre neue Arbeit trainiert werden. Mitarbeiter lernen, wie sie richtig Burger zubereiten, Pommes frittieren, ihr Restaurant sauber halten, aber auch Kunden betreuen. Alles im Anime-Design gehalten, was wirklich sehr gut in Japan ankommt. Zusätzlich gab es noch ein Nintendo DSi im McDonald's-Design, also mit einem McDonald's-Logo auf der Oberseite. Doch einige Zeit später verschwand das Spiel auch schon wieder. Man hörte nie wieder was über dieses Spiel und so wurde es einfach zum heiligen Gral der Nintendo-Sammler. Das einzige, was man hatte, war dieser 3-minütige Fernsehbeitrag. Und nach diesem Beitrag hat man eben nie wieder was über das McDonald's DS-Spiel gehört. Bis 2020, denn da nahm die Sache wieder Fahrt auf. Zu der Zeit ist tatsächlich in Japan ein McDonald's DS mit dem McDonald's-Spiel aufgetaucht und wurde nun zum Kauf angeboten. Der YouTuber Nick Robinson kaufte für über $3000 das Spiel und ließ es über einige Umwege in die Staaten importieren. Zur gleichen Zeit hatte in Frankreich auch ein User das geheime McDonald's-Spiel. Noch bevor der DS bei Robinson eintraf, knackte der Franzose das Passwort, das man für das Spiel benötigt, und lud zu diesem ein Let's Play hoch. Er war der erste Spieler auf der Welt, der das McDonald's-Spiel nach all der Zeit wieder spielte. Nach all der Zeit gab es endlich ein Lebenszeichen von dem McDonald's-Game. Es kamen viele Rätsel und Verschwörungen auf, die sich so mit diesem Video klärten. Nun haben gerade einmal 2 Leute dieses McDonald's Nintendo DS-Game. Damit aber jeder in den Genuss des wunderbaren Spiels kommen kann, stellte Nick Robinson die ROM-Datei ins Internet, sodass sie wirklich jeder mit dem entsprechenden Emulator zocken kann. Das knapp 50 Minuten lange Video von Nick Robinson ist hier oben rechts verlinkt, dort auch in der Videobeschreibung die ROM-Dateien. Und das war auch schon die Geschichte hinter dem verschollenen Nintendo DS McDonald's-Spiel. Ich hoffe, dir hat diese kurze Zusammenfassung gefallen und ich wünsche euch noch einen bigtastischen Tag. Bis bald.